Also letztens sind wir mit dem Zug gefahren und dann hat sich da ein Mann hingesetzt und meine Mutter und mein Vater haben schon so komisch geguckt, weil er hatte halt einen Bart und so eine Kopfbedeckung und sowas. Halt so, der hatte so einen schwarzen Rucksack dabei und hat den dann in dem Zug hingestellt und wir standen noch im Bahnhof und dann ist er plötzlich aufgestanden und weggegangen im Zug. Und dann ist er weggegangen und hat den Rucksack da stehen lassen. Und meine Mutter und mein Vater haben sich direkt panisch angeguckt und ich habe so versucht, so nein, alles gut, ne? Weil ich auch viel halt ja mit Migranten und Menschen, die jetzt zugewandert sind, zu tun habe, dass ich nicht mehr so die Angst direkt habe, weil ich ja auch Menschen kenne, die irgendwie gut sind und nett sind. Aber das hat mich total erschrocken, halt zu sehen, wie wir das typische Bild von einem Terroristen haben. Wir irgendwie so panisch schon darauf reagieren, wenn so eine, und natürlich kam er nach 10 Minuten dann wieder oder so. Und wir saßen da echt halt so, okay, gut, alles super. Aber einfach, dass man schon daran denkt, ist halt voll krass, oder nicht? Ja,